Hallo zusammen, Thorsten hier von Garzeit. Heute machen wir ein Avocado-Lachs-Tatar mit selbstgebeiztem Lachs. Dazu brauchen wir ein Stück frischen Lachs, etwas Salzzitrone habe ich hier, Creme fraiche, Zucker, Salz, ein bisschen Pfeffer, frischen Dill und eine Avocado. Für den Lachs geht am besten zum Lachshändler eures Vertrauens, kauft da den frischen Lachs. Ihr könnt ihn mittlerweile auch im Internet bestellen. Vielen Dank, Henning, bei lachs.de. Und diesen bereiten wir jetzt so vor, dass er haltbar gemacht wird. Auf 1 Kilo Fisch nehmen wir 50 Gramm Salz und die Hälfte Zucker, 25 Gramm Zucker. Mit dem Salz kann man jetzt auch noch einige Aromaten dazugeben, die auch zusammen mit dem Salz in den Fisch einziehen werden. Und da bietet sich natürlich Dill an. Wenn der Fisch so vorbereitet ist, kommt er für 3 Tage in den Kühlschrank, damit die Gewürze die Möglichkeit und die Gelegenheit haben, wirklich durch den Fisch durch einzuziehen. Das schließen wir jetzt möglichst luftdicht ab, ruhig die Luft so ein bisschen rausdrücken und mit einem Teller oder irgendwas Ähnlichem beschweren. Das ist auch wichtig, damit der Saft, der jetzt entsteht durch Osmose und so weiter, rausfließt und auch abfließen kann. So kommt das Ganze in den Kühlschrank, dreht den Fisch ruhig einmal am Tag um und nach 3 Tagen ist er fertig. In 3 Tagen treffen wir uns wieder. Okay, die 3 Tage sind um. Dann haben wir irgendwas vorbereitet. Und ich hole den Lachs jetzt mal aus dem Kühlschrank. So. So würde er aber aussehen. So einfach einmal kurz unter kaltem Wasser den Fisch abwaschen. Die Oberfläche abtrocknen. Und so würde sich der Lachs jetzt auch einige Tage im Kühlschrank halten. Wir verwenden ihn natürlich jetzt gleich weiter für unser Tatar. Dazu nehme ich ein schönes Stück und schneide das jetzt in nicht zu feine Würfel. Ein bisschen Dill. Hier habe ich eingelegte Salzzitronen. Das heißt, das sind einfach Zitronen in Achtel geschnitten, eingesalzen und geschichtet in dem Glas. Und die sind zum Würzen hervorragend, weil sie dieses, wenn ich jetzt nur die Schale verwende, die haben ein schönes, feines Aroma, verlieren durch das Einlegen diesen bitteren Geschmack, aber sie geben nicht so viel Säure mit dazu, sondern einfach nur so ein zitroniges Aroma. Ein bisschen frischen Pfeffer noch dazu. Die zweite Komponente für unser Avocado-Lachs-Tatar ist natürlich die Avocado. Ein bisschen Salz und ein kleines bisschen Zucker. Obendrauf als Topping sozusagen. Ich habe ein bisschen Creme fraiche mit Sahne angerührt, damit es nicht so fest ist. Einfach glatt rühren und ein bisschen abschmecken. Und dann können wir auch schon anrichten. Besucht uns auf garzeit.com, auf Instagram, auf Facebook, liked uns, schreibt uns, was auch immer, aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Es schmeckt super lecker. Danke und tschüss.